Wenn wir mit Videos arbeiten, habe ich gemerkt, müssen wir anders denken, weil die Zielgruppe, die bestimmst nicht du, das bestimmt deine Zielgruppe, ja? Heute haben wir zwei Kollegen im Boot, und zwar Daniel und Stefan. Sie sind von Baba Media. Sie sind seit 2 Jahren aktiv mit Baba Media, haben vorher schon mit Online-Marketing angefangen. Sie kommen aus der Vertriebsschiene, haben Partner mit Online-Videos schon nach vorne gebracht, machen YouTube-Trainings. Und das Beste, was sie jetzt erreicht haben, das war so ein Skill innerhalb von einer Woche 30.000 Views, indem sie eine Lösung angeboten haben mit ihrem Video. Und ich freue mich riesig, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Hey Sven, vielen, vielen Dank für die Einladung und schön, dass wir in dem Podcast dabei sein dürfen. Ja, hallo Sven, ich freue mich auch. Dankeschön nochmal für die Einladung, klasse. Sehr cool, macht echt, also schön, dass ihr Zeit habt. Fangen wir direkt an mit den drei Oberthemen: Persönliches, Ausrüstung, Marketing. Wenn man euch fragt auf der Straße, man kennt euch nicht, sag mal, macht ihr eigentlich vom Beruf? Was würdet ihr dann sagen? Herr Haube. In einem Satz, wir sind Video-Marketing-Trainer. Sehr cool, und wenn ich danach fragen würde, was ist das? Was es ist, also wir helfen Unternehmen eben, dass man die auf YouTube und Google findet in Form von Videos. Wir machen das Ganze mit YouTube, unterstützen die also, dass man Top-Rankings erzielt, dadurch Besucher aufbaut, Besucherströme und letztendlich natürlich dann auch zu Kunden und Umsatz kommt. Genau, und damit es einfach möglich macht, ich sag mal, den Spieß umzudrehen, vom aktiv auf den Kunden zugehen, was wir ja alles machen müssen oder was die meisten Unternehmen machen müssen, da einfach mit YouTube und mit Videos gezielt Vertrauen aufzubauen. Ich denke, das ist die größte Barriere, die man online überwinden muss. Und da ist einfach möglich machen, dass man Interessenten anzieht, die einen dann kontaktieren. Und das ist so ziemlich in jedem Bereich, in jeder Branche möglich. Ja. Sehr cool. Ja, ich stehe ja auch total auf Video, deswegen habe ich da auch mit angefangen. Wie ging es denn bei euch los? Wie kamt ihr denn vom Vertrieb aufs Thema Video? Also bei mir war es so, ich bin gelernter Versicherungskaufmann. Ich war dann längere Zeit auch in der Finanzdienstleistung selbstständig. Das hat auch ganz gut funktioniert, aber irgendwie hat es mich auch nicht wirklich erfüllt. Und dann kam irgendwann mal jemand zu mir und gesagt, hey, willst du nebenbei ein bisschen Geld verdienen? Bei Daniel war es ähnlich. Und so sind wir dann auch in die Direktvertriebsbranche reingerutscht, also letztendlich ins Empfehlungsmarketing. Und da hatte ich dann zwei Unternehmen durch. Klar, man macht so seine Erfahrungen, aber letztendlich war es immer Vertrieb. Ich bin jetzt 33 und seit ich 17 bin, mache ich Vertrieb. Und dann war eben der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wenn dir das Konzept fand ich geil, ja, Empfehlungsmarketing, du stehst immer an der Spitze von einem eigenen Unternehmen und kannst anderen helfen, das auch so zu tun. Und da hatte ich dann aber irgendwann nicht mehr die Möglichkeit, mit Menschen zu sprechen, die ich kannte, weil die gesagt haben, du hast einen Vogel, mach doch mal was Gescheites. Ja. Und das war dann so ein Punkt, wo ich sage, okay, du musst nach Alternativen suchen. Und da kam dann letztendlich die Online-Welt auf mich zu. Ich habe dann mit Blogging angefangen, habe da versucht, durch Suchmaschinen optimierte Blogbeiträge Interessenten zu gewinnen. Es war extrem mühsam. Ich habe über 180 Blogartikel geschrieben damals tatsächlich $15 verdient damit, ja, weil sich einer davon mal nach einem halben Jahr für eine Trial-Version angemeldet hat, ja, und das war nicht so spannend, habe ich Daniel kennengelernt und dann war es eigentlich klar, also ich habe von den amerikanischen Kollegen immer wieder gesehen, hey, Videomarketing und es kommt und wir kennen das alle, wir gucken nach Amerika und können irgendwie 3-4 Jahre in die Zukunft gucken, ja. Und damals war das halt auch so. Und dann habe ich gesagt, hey, das ist ein geiles Konzept und ich muss mich halt einfach mal vor die Kamera trauen. Und dann habe ich eben angefangen, mit Videos zu arbeiten. Am Anfang mehr schlecht als recht, aber ich habe angefangen. Und dann von jedem Video immer besser geworden. Klar, du sprichst dann freier, du fühlst dich wohl, du hast Spaß, du entwickelst den Spaß vor der Kamera. Und darüber haben wir dann, so Daniel wird es sicherlich auch ergänzend jetzt sagen, darüber haben wir dann halt wirklich unsere Vertriebsteams aufgebaut und natürlich auch unsere Kundennetzwerke. Alles wirklich nur mit suchmaschinenoptimierten Videos. Das heißt, wir sind nicht aktiv auf die Straße, wir haben einen Hörer in die Hand genommen, sondern haben uns tatsächlich das so aufgebaut, dass die Leute uns kontaktieren,
und sagen, hey, ich habe eure Videos gesehen, ich verfolge euch schon seit der und der Zeit, ja, mich interessiert das, was ihr macht, lass uns mal sprechen. Das heißt, du hast vorqualifizierte Interessenten und musst denen nicht mehr erklären, wie das von der Pike auf funktioniert. Ja, und das ist das Spannende dabei. Und haben wir es geschafft, dass wir halt im letzten Vertriebsunternehmen, bevor wir unser eigenes jetzt gemacht haben, haben wir über 8.500 Kunden und Vertriebspartner aufgebaut. Ja. Und alles dank Videos. Sehr cool, ja. Bei mir, ich ergänze immer was, aber ich habe mich da ein bisschen kürzer. Stefan hat da richtig ausgeholt. Ja. Also bei mir ging es 2011 los und mein erstes Video habe ich tatsächlich 56 Mal aufgenommen, weil ich... Erstens mal, ich hatte mega Angst und zum Zweiten, ich hatte so einen vorgegebenen Text und ich konnte diese zwei Zeilen, ja, ich konnte sie zwar auswendig, aber ich konnte es nicht rüberbringen, weil die Angst größer war, mein Video fertig zu bekommen. Warum habe ich angefangen damals, 2011 mit Videos? Weil im Direktvertrieb ich ja schon alles durch hatte, von Nahrungsergänzung bis Parfüm und so weiter. Und ich habe zwar in jedem Unternehmen den Schnellstartbonus geholt, weil ich immer meine Mutter, meinen Vater, meine zwei Brüder und meine Ex-Freundin gesponsert habe. Und ich habe in meinem Umfeld halt schon alle genervt. Ja? Wenn du irgendwann herkommst, sagst, okay, nächstes Quartal mache ich Parfüm, übernächstes Quartal mache ich Nahrungsergänzung, dann kommst du irgendwo an die Grenzen. Und das war eigentlich für mich der Grund halt 2011 mit Videos zu beginnen, um eben dann die Abkürzung zu nehmen, schneller halt Vertrauen aufzubauen. Aber ich glaube, da kommen natürlich noch sehr viel mehr von deiner Seite aus. Ich will nicht zu viel verraten und bin gespannt, was du noch vorbereitet hast. Meinst du jetzt mich oder meinst du jetzt... Meinst ich meine dich, ja. Okay. Ich meine dich, Sven. Was habe ich noch vorbereitet? Ja, also ich frage euch. Genau, sehr gut. Genau, also machen wir. Ich möchte nicht zu viel beraten, weil wenn wir anfangen zu reden, dann hört es ja, nicht ja. mehr auf. Ja, ist doch cool. Ja. Da ist ja besser, als wenn er so kurz an... So, ja, nein... Ja, weißt du, das ist auch scheiße. Das geht bei uns nicht, ja. Da kommen wir auch nicht vorwärts. Nein, ist ja cool. Nein, sehr interessant. Aber jetzt habt ihr so beide relativ, also ich habe das genauso, komischerweise, ich sehe da so viele Parallelen gerade, weil ich habe auch das erste Mal vor der Kamera, meine Frau hat das Video gesehen und hat gesagt, ach du Scheiße, du klingst ja wie ein Verkäufer und das will ja keiner sehen, das war nicht authentisch, weil ich habe ja logischerweise diese ganzen AIDA-Formen, blablabla, alles versucht anzuwenden im Video und das geht voll dahin los, weil du bist so super konzentriert und wenn du einfach das runterlaberst, was dir auf der Seele brennt, so wie wir das jetzt gerade machen, dann ist es einfach viel authentischer und dann sagen Leute auch, yo, dem höre ich gerne zu, weil das ist einer von den kenne ich und so redet jeder. Machen wir weiter und zwar beim Wurzeln redet so richtig professionell. Also ihr habt vor zwei Jahren gesagt, jetzt haben wir es drauf. Das wurde ja dann schon nach dem ersten Jahr oder wie schnell ging das dann bei euch? Es hat schon einige Jahre gedauert, um ehrlich zu sein. Also das war so eine Findungsphase. 2011 hat es jetzt zum Beispiel bei mir gestartet. Mhm. Ich habe Videos produziert für sämtliche Unternehmen. So 2015 mit Wachstum meines eigenen Unternehmens ging es dann, sage ich mal, bergauf. Man hat schon gemerkt, das dauert ein paar Jahre, bis du auch reinkommst. Und ich meine, YouTube als solches ist ja eine Suchmaschine, in die du dich immer wieder reinfinden musst und so weiter. Und wir waren natürlich auch nicht von Start an Profis. Und mit Wachstum haben wir gemerkt, okay, dass da wirklich Speed reinkommt und wir das Ganze professionell ausbauen können. Und 2015 war für mich so das ausschlaggebende Jahr. Ja. Also sehe ich ähnlich, ich habe Daniel wie ein Liebespaar 2015 kennengelernt. Unser Jahr. Ja, mein verlorenen Bruder. Also wir sind auch wirklich, wir sagen immer, wir sind Zwillinge, auch wenn wir uns nicht wirklich ähnlich sehen, aber im Geiste, es ist manchmal echt erschreckend. Aus Tausenden von Vorlagen suchen wir uns die gleichen raus, ohne uns abzusprechen. Mhm. Wir denken das Gleiche, wir sprechen manchmal das Gleiche aus. Also das ist echt irre. Schon krass, ja. Das ist auch viel wert, ja, so einen Geschäftspartner zu haben, weil viele Geschäftspartner, das ist ja wie bei Ehen, ja, die gehen dann irgendwann mal auseinander. Ne, und bei uns ist das anders. Aber bei mir war es auch, also 2015 waren so die ersten Steps. Und ich sage immer so, diese Semi-Professionalität, die tut keinem weh, weil das, was wir gemacht haben oder was unser Ziel war damit, vor allem auch auf YouTube, Semi-Professionalität, das Persönliche, das Menschliche, das wird da viel mehr geschätzt, als dass es zumindest in den meisten Branchen, als dieses Hyperprofessionelle, weil die absolute Professionalität und der Perfektionismus, die hindern dich nur dran, dass du überhaupt mal startest. Das ist okay. Ja, und das war auch ein Punkt bei uns, deswegen lieber so starten, lieber unperfekt und unprofessionell gestartet als überhaupt nicht mehr. Das wäre jetzt auch so der Übergang zur nächsten Frage, was eure Videos was eure Videos besonders machen. Also wahrscheinlich die Authentizität und einfach das Unperfekte, würde ich jetzt mal so zusammenfassen. 100%. Ich glaube auch, dass meine Mutter das am besten beantworten könnte. Die sagt immer,
dass ihr anders seid. Ja, ihr seid irgendwie verrückt und so weiter. Ich glaube, das widerspiegelt sich in allen Videos von uns und ist das, was am besten ankommt. Sei halt einfach du selbst und mach dein eigenes Ding. Und natürlich kannst du dir Feedback vom Kunden holen, aber wenn der Kunde versucht, dein Video zu produzieren, dann ist es meistens nicht wirklich gut angekommen bei den Außen. Und ich denke, wir haben schon sehr viel Erfahrung sammeln können in dem Bereich. Und jeder soll so bleiben, wie er ist. Das ist so unser Geheimrezept. Oder was sagst du, Zwillingsbruder? Ja, ich unterschreibe das. Ja, ich ergänze mal nichts. Ja, weil sonst sitzen wir wirklich nur in 2 Stunden. Ja. Ist ja egal. Wir haben ja hier Aufnahmekapazität ohne Ende. Okay, super. Wenn ich jetzt jemand anders fragen würde, was an eure Videos so besonders machen, was würden die mir sagen? Ja, genau eben das, was Daniel gesagt hat. Wenn man uns mal kennenlernt, ja, wir machen ja auch Live-Workshops sind auch bei Unternehmen vor Ort, schulen da Marketingabteilungen, Sachen YouTube, Video-Marketing etc. Und die meisten kommen ja auch über unsere Videos dann auf uns zu, sagen, hey, wir haben gesehen, ihr habt da ein Angebot. Letztendlich, um Gottes Willen, keine Werbung, vielleicht sollten wir es rausschneiden. nee, aber Spaß beiseite. Die sagen dann, hey, ihr seid ja wirklich so wie in den Videos, ja, und das ist auch der größte Tipp, den man jedem geben kann, sagt, hey, verstell dich nicht. Wir sehen ganz viele, vor allem in der Direktvertriebsbranche, schulen wir natürlich auch Leute, Solopreneure, ja, Einzelunternehmer, die dann immer versuchen, den steifen, erfolgreichen Geschäftsmann zu machen. Das funktioniert halt nicht, ne? Und das macht uns besonders, und dass wir wirklich in jedem Video wirklich unser Bestes geben, wirklich einen Mehrwert zu liefern. Nicht nur, weil es Teil, ich sag mal, unserer Strategie ist, ja, und das auch so an unsere Kunden weitergeben, sondern weil das auch, weil es natürlich, und das ist ganz wichtig, musst wirklich ein berechtigtes Interesse daran haben, Menschen zu helfen. Wenn du die Videos einfach nur so machst, dass du sagst, naja, damit ich jetzt da Kunden gewinne, klar wollen wir alle Kunden gewinnen damit und Interessenten anziehen, aber du musst wirklich eine Absicht von innen raus haben. Und ich glaube, das spüren die Leute auch, ja, dass wir das wirklich gut meinen. Ja. Come from the heart. From the heart, genau. Ja, cool. Wie bildet ihr euch denn weiter? Also bildet ihr euch selber nur auf YouTube weiter oder besucht ihr auch Seminare, Workshops, wo ihr dann auch nochmal aufs nächste Level geht? Der Stefan hat vorhin was Schönes gesagt. Er sagt, wenn du die Möglichkeit hättest, in die Zukunft zu schauen, würdest du es machen. Sven, ich glaube, jeder von uns würde es machen. Und was wir halt machen, ist, wir kaufen sehr viele Kurse zum Thema Video, YouTube-Marketing und so weiter in der USA, weil wir einfach sehen, dass sie extrem weit vorne sind. Und wir haben jetzt vor kurzem das teuerste Video, wir haben jetzt vor kurzem 2.500 Dollar für 25 Minuten Videomaterial ausgegeben, wo er uns einfach ein paar Sachen gezeigt hat, wie er es macht auf YouTube, wie er Videos schneidet und so weiter. Aber ich sag dir ganz ehrlich, die haben es in sich gehabt und es kam auch wieder von der USA. Die sind einfach viel schneller. Ich weiß nicht, was sie anders machen, aber sie haben irgendwie, sie haben es einfach drauf. Ja, und da orientieren wir uns. Wir sagen immer, model what works, mach das, was andere sehr gut können, aber bleib immer bei dir, weil die Kopie ist immer schlechter als das Original. Also du musst immer original bleiben. Das ist so ein Ding, das wir uns eingebrandet haben. Ja. Also meine persönliche Theorie, warum das in Amerika besser funktioniert als in Deutschland, ist, weil die Deutschen, egal, wenn du was Neues machst, ist immer erstmal Gemecker. Jeder findet erstmal 20 Gründe, warum es nicht funktioniert, und die Amis ticken genau andersrum. Die sagen, ey, ja, yeah, what's up, voll geil, yeah, man, wow. Genau. Die ticken ganz anders. Die sagen, ja, voll geil, und die gönnen dir das dann auch, wenn es dann nach vorne geht. Und da bist du natürlich auch ganz anders gehypt. Und deswegen kommt auch dieser Perfektionismus vor der Kamera, dass auch viele CEOs sagen, nein, um Gottes Willen, ich gehe doch nicht selber vor die Kamera, mein Gott. Und die meisten gehen, was ich festgestellt habe, erst selber vor die Kamera, wenn sie wirklich kurz vorm Ruin stehen, wenn sie merken, oh, der Kühlschrank, der ist halb voll und es ist Mitte des Monats, dann fangen sie an, nach Lösungen zu suchen und stellen sich dann, sagen, okay, scheiß drauf, ich stelle mich jetzt vor die Kamera. Und krass, und dann merken sie erstmal, das geht richtig nach vorne. Das beste Beispiel war damals, ich meine, ihr seid auch schon ein paar Takte älter, mit der HIP-Babynahrung. Das ging so nach vorne, wo er sich vor die Kamera gestellt hat, dafür stehe ich mit meinem Namen. Klar, deswegen ist das Unternehmen immer noch präsent. Also, das würde ich jetzt mal so behaupten. Ne? Ja, sehr cool. Ja, auf jeden Fall aus Amerika kann man sehr viel lernen. Und mein Ziel ist es auch, zum Beispiel mit Video Do,
das so ein bisschen nach Deutschland zu bringen, damit man auch sieht, Video ist genau, ich spreche mir vollkommen aus der Seele, ist meiner Meinung nach die Zukunft, weil Video, selbst die ganzen Social Media Sachen, die gehen alle auf Bewegtbild und das ist noch gar nicht so lange her. Also Xing hat, glaube ich, erst vor einem Jahr angefangen, Videos einzubinden und das kommt jetzt alles. Also es kommt so nach und nach und Facebook ist letztes Jahr, glaube ich, komplett auf Video gegangen. Da hat Mark Zuckerberg schon vor 2 Jahren gesagt, Video ist die Zukunft. Und deswegen, das wird, glaube ich, gar nicht mehr ohne gehen. Also es wird bald nur noch überall Bewegtbild geben und deswegen ist das einfach die Zukunft. Und da sollte man frühzeitig anfangen. Aber viele Unternehmen, ihr werdet das auch mitkriegen, haben einfach Angst davor, selber vor die Kamera zu gehen. Und das Schlimmste, was ich finde, sind diese animierten Erklärvideos. Also ich finde die persönlich grausam. Weil aber die haben eine Riesenwirkung, ne? Die haben eine Riesenwirkung, Sven. Ja, aber ich finde, persönlich finde ich, also es gibt nichts authentischer, wenn du dich selber dahinstellst als Chef und sagst, ey, das ist ein geiles Produkt, was wir hier anbieten und das funktioniert so und so und so und so. Dann sagen die Leute, ja, okay, cool. Eher okay, ist in Ordnung, als wenn ich da so eine animierte, schlechte Zeichentrickserie sehe. Also. Genau, da hast du was Schönes gesagt, weil ich muss es ergänzen, weil der Stefan kommt ja aus dem Bereich Videoanimation und Stefan ist aus meiner Sicht der Steven Spielberg der Animationsszene. Der hat mich so krass nachgestellt und sich selber. Also wenn es einer kann, dann ist er das. Und Videoanimation sehe ich da aus seiner Sicht her schon positiv. Ja, also teilweise haben wir wirklich schlimme Sachen gesehen, aber es ist nicht so, dass es nicht verwendbar ist. Ja, das wäre gelogen. Nein, ich meine auch die schlimmen Dinge. Ich meine nicht die, es gibt sehr geile animierte Sachen, aber du weißt, was ich meine. Das ist ja ein Teilbereich von dem, was wir tun. Ja, unser Hauptfokus ist natürlich auf YouTube und YouTube Marketing. Ja, aber Animationsvideos war damals auch ist entstanden bei mir tatsächlich aus der Not heraus, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe und angefangen die ersten Steps mit Fiverr. Da habe ich, glaube ich, ein 3-Minuten-Video für $50 verkauft und habe mich gefreut wie ein Esel. Ja. Also, und so hat es dann angefangen und dann, du eignest dir einfach mehr, also was ich sagen muss, auch was wir jetzt für YouTube nutzen, ist diese Kreativität. Ja, ich habe über 350 Animationsvideos mittlerweile gemacht für Kunden. Ja, habe natürlich jetzt hier nichts gesagt, weil das jetzt nicht das Thema für heute ist, weil unser YouTube-Marketing, denke ich mal, da im Fokus steht. Du lernst einfach diese, oder es entwickelt sich diese Kreativität automatisch. Ja, du denkst viel mehr in Bildern. Ich sage zu meiner Frau immer, ich habe Einhörner im Kopf, Einhörner auf Regenbogenwiesen. Ja, und das kommt einem dann, wenn man solche Videos macht. Das darfst du aber nur deiner Frau sagen und niemand anders, sonst gehst du in eine Ballerburg. So, genau. Tja, ja. Naja, gut, liebe Zuhörer, ihr wisst Bescheid jetzt, ja. das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo du gesagt hast, Sven, dass es wichtiger oder besser ist, immer sich selber zu zeigen, sein Gesicht zu zeigen, als irgendwie ein Video, ein Erklärvideo. Aber habt ihr das auch so, also ihr habt ja den Vergleich, wenn ihr da eure Leute schult, sagt ihr dann eher, besser ist es, vor die Kamera zu gehen, wir können aber auch animiert Bild machen, oder wie macht ihr das? Genau. Okay, ja, cool. Also wir haben zwei tolle Beispiele. Einmal natürlich das vor der Kamera, aber wir haben auch das beste Beispiel, vielleicht mal kurz erwähnt. Katharina Kislewski ist eine tolle Geschäftspartnerin von uns. Die macht zum Beispiel nur Bildschirmaufnahmen und ist damit sehr erfolgreich. Sie hat eine mega tolle Stimme. Sie bringt das sehr gut knackig rüber, kurz und locker erklärt. Also es gehen beide Seiten. Also wenn man sagt, das Geheimrezept ist nur vor die Kamera, dann wird es auf jeden Fall gelogen. Ja. Aber ich meinte jetzt eigentlich nur den Vergleich zu Animations- und live vor die Kamera. Das haben wir. Ja. Das haben wir auf jeden Fall, Ja. Was macht denn eurer Meinung nach ein Video unvergesslich? Das hat Stefan vorhin sehr schön gesagt, obwohl wir noch nicht mal gesprochen haben. Vielleicht sagst du es nochmal in einem Satz, Stefan. Das Schöne ist, ein Video, egal mal in welcher Form, ich weiß ja, ihr habt, Sven, da und da nochmal großes Danke an dich, auch ein Netzwerk, das du uns immer wieder zur Verfügung stellst hinsichtlich der Videografen. Das ist natürlich High-End, für Image-Trailer. Image-Trailer, das können wir auch zum Teil auch über unser Netzwerk mit abwickeln, wobei ich sage, da die auch, das darf ich jetzt sagen, einfach ein aktuelles Projekt. Vielen lieben Dank, Sven, für diese mega Empfehlung. Die Jungs haben es richtig, richtig drauf. Ja? Also da können unsere auch nicht mithalten. Das muss man auch mal an der Stelle sagen und mal einfach ehrlich sein. Und egal mal welches Video, ob du ein YouTube-Video machst, ob du einen Image-Trailer machst für ein Unternehmen oder ein Event abfilmst oder was auch immer, es hält den Moment fest
und es transportiert ja einfach die meisten Emotionen damit. Ja, du sprichst halt einfach mit Videos die meisten Sinne an, ne? Anstatt mit Bild, Text oder Audio, ja, selbst ein Podcast, ich finde Podcasts geil, aber natürlich hörst du sie nur, ne? Und mit Videos sind halt einfach mehr Sinne angesprochen und es hält den Moment fest und das ist einfach das Schöne, ja, dass man sagt, hey, wir haben zum Beispiel eine Kollegin, die ist leider in sehr jungen Jahren verstorben und die hat sich nochmal mit einer Sprachnachricht an Geschäftspartner und Freunde gewandt und ihr gesagt, hey, ich bin nicht weg, ja, ich habe so viele Videos auf meinem YouTube-Kanal, ja, ich hinterlasse etwas, ja, und das ist das Schöne, ja, ich habe Gänsehaut, ne, aber das ist eine tolle Sache und so ist jedes Video, egal ob privat oder geschäftlich ist, macht sowas unvergesslich, ja. Sehr schön. Der Moment zählt, ja, der Moment ist das, was es ausmacht. Jetzt, so wie wir jetzt gerade im heutigen Podcast sind, das ist einzigartig, das gibt es kein zweites Mal mehr. Richtig. Das ist so und das macht immer wieder Laune. Ja. Das ist sowieso, ja. Was macht ihr denn in eurer Freizeit, von diesem ganzen Stress wegzukommen? Also ich bin ganz ehrlich, viel Sport, ja, draußen Inspiration holen, Natur, Bücher lesen ist jetzt sehr stark auf unserer Liste. Wird man wahrscheinlich später nochmal drauf zurückkommen, ja, auf das Buch. Das ist das, was ich mache. Stefan macht sehr ähnliche Sachen, weil wir sind ja Zwillinge. Zwillinge machen meistens Dinge zusammen oder gar nicht und wir machen hauptsächlich halt Dinge zusammen. Ja. Ja, das ist wirklich so. Also was nur ich habe, ja, vielleicht kommt es noch bei Daniel, ich habe noch zwei Hunde, sind natürlich auch da viel unterwegs. Wir haben beide einen Sohn jeweils, Daniel ein bisschen älter, ich glaube zwei ist er jetzt geworden, ne? Wird jetzt am Donnerstag 8 Monate. Oh. Und da legst du dann natürlich den Hauptfokus in die Familie rein. Und sonst ist das, Daniel sagt immer, wir haben unser Hobby zum Beruf gemacht. Und das ist auch das Schöne. Viele sagen, klar sagen immer alle, hey, wenn es mir Spaß macht, dann arbeite ich eigentlich nicht. Das ist Blödsinn, weil es ist natürlich trotzdem harte Arbeit, ja. Ja. Aber es macht extrem Spaß. Und wie gesagt, ein Hobby zum Beruf zu machen, das kann halt auch nicht jeder und das ist ein Privileg, wo wir sehr dankbar sind dafür. Ne? Ja. Ja, cool. Jetzt gucken wir mal in die Glaskugel. Wo seht ihr euch denn in 10 Jahren? Warte, dann muss ich mal auf meine Tafel schauen. Wir haben hier unser Vision Board. Ja. Es ist so, in 10 Jahren... sehen wir eine eigene Marketingagentur, also eine große Marketingagentur mit festangestellten Mitarbeitern. Jetzt ist es so, dass wir mit sehr vielen Freelancern zusammenarbeiten, die uns sehr viel abnehmen. Aber wir möchten feste Mitarbeiter, wir möchten reingehen in die Agentur, wir möchten schauen, was jeder Einzelne macht. Weil ich denke, persönlich kann man halt den einen oder anderen noch viel mehr abholen. Und wir sehen halt hier viele Bereiche. Ja, der eine macht Videoschnitt, der andere schreibt die Skripte, der andere filmt mit uns. Ja, der andere geht raus und macht die Promotions. Also so sehen wir es quasi in 10 Jahren. Mhm. Und wir sehen es vor allen Dingen so, dass wir in dem Bereich, was wir machen, einzigartig sind. Dass wir da nicht mehr dran vorbeikommen. Ja? Wenn man an Videomarketing denkt, in Form von mit Suchmaschinenoptimierung, dann denkt ihr an uns. Genau. Ja. Da drücke ich euch ganz fest die Daumen. Das wird auf jeden Fall nach vorne gehen und klappen. Dankeschön. Und machen wir nächste große Thema, Ausrüstung, Workflow. Ja. Mit welcher Ausrüstung habt ihr denn angefangen? Willst du es wissen? Ja. Also ich habe mit einer Logitech-Kamera angefangen. Das Video ist, glaube ich, immer noch online, das ich damals produziert habe. Und du hast wahrscheinlich nichts erkannt, weil die Kamera damals so schlecht war. Aber wir haben einfach, also ich habe einfach angefangen. Und Logitech gibt es bis heute noch, ist heute auch noch ein ständiger Begleiter von uns und hilft uns da auch in dem Bereich halt weiterzumachen. Aber das war tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, welches Modell es war, aber es war eins so, ja, der ersten gewesen. Also ich kann sagen, ich hatte einen Camcorder von Silvercrest. Oh. Es ist die Lidl-Marke. Oh, ja. Ja. Ich würde allen Videografen, die zuhören, wird's die Haare aufstellen. und ich habe nicht mal Geld gehabt. Ich war so arm, ich habe nicht mal Geld für ein Stativ. Ich habe vom Vater die Aluleiter gehabt, ja, und habe da Bücher auf die vorletzte obere Sprosse und habe da die Kamera draufgestellt. Sehr geil. Ja, ist kein Scheiß. Ja, so haben wir angefangen. Da warst du noch richtig oldschool. Richtig oldschool, ja. Aber ich habe schon den Trend gesehen. Ja. Aber ich habe gerade Bilder im Kopf, das sieht geil aus, ja. Ja. Geil. Aber da muss man sich doch... funktioniert. Ja, glaube ich. Ja. Da liegt man ja abends im Deck und denkt man sich, was mache ich da eigentlich? Aber ist schon gut. Ja. Absolut. Cool. Welche Ausrüstung habt ihr denn jetzt?
Also jetzt besitzen wir die neue Logitech-Kamera, den Porsche unter der Logitech-Kamera. Nee, wir haben wir sprechen ja, ich spreche mal von uns, wir haben ein kleines Greenscreen-Studio, wo wir halt selbst im Büro brauchen, aber sonst bei unseren Freelancern greifen wir natürlich auch auf deren Studios zu. Die haben viel krassere Digitalkameras als wir. Aber ich denke, dass wir, sag ich mal, in dem Bereich mit einer Digitalkamera von 750D Canon sehr gut hinkommen. Ja, und wenn wir was Großes brauchen, dann rufen wir uns den Videografen an und sagen, hey, schick uns mal deine Kamera. Aber hier kommen wir quasi mit den einfachsten Sachen für unseren Part sehr, sehr gut zurecht. Okay, das heißt, ihr sourced alles aus und wenn er was braucht, kommt es dann auf die Profischiene. Ja, Für die YouTube-Videos haben wir es auch bewusst nicht so hyperprofessionell, weil wir bringen das ja anderen Leuten bei und wollen die auch ermutigen, rauszugehen, Videos zu machen. Und viele haben immer diese Barriere im Kopf, sagen, ich brauche dieses Mega-Equipment und sagen wir, hey, wir haben auch nur hier klar, die beste Logitech-Kamera, aber die kostet ja auch nicht die Welt. Und hier Ton ist natürlich auch ein Punkt, ganz wichtig, Tipp an der Stelle. Acht immer darauf, dass der Ton passt bei YouTube. Das ist auch natürlich ein Zeichen für Qualität. Und deswegen sollte man immer auch auf einen guten Ton achten. Ich habe hier noch ein bisschen Hall, weil das Büro hier auch noch relativ neu ist. Was ich immer empfehlen kann, Daniel, du hast, glaube ich, mit XLR, ein Mikrofon. Hatte ich auch mit externer Soundkarte, Mixer etc. Ich habe hier das Blue Yeti, ja. Alles gut, ja. USB-Mikrofon. Hammer, ja. Also Ich bin noch ich andere absolut Mitschüler. zufrieden. Ja. Kostet, glaube ich, 150 Euro. Ja, also absolut low budget in der Hinsicht. Und wie gesagt, man braucht nicht immer die das High-End-Equipment. Ja. Das ist, das stimmt, Mittelpreisklasse, so würde ich sagen, reicht meistens auch. Ja. Und hat auch sehr gute Qualität. Und in den High-End-Bereichen ist bei der Kamera das Gleiche. Ich sag mal, so eine 50.000-Euro-Kamera kannst du heutzutage mit dem iPhone auch imitieren. Das hat ja sogar einer mal verglichen, die RED mit einem iPhone, und die Qualität ist die gleiche, erschreckenderweise. Ja. Ja, und vor allem der Endkunde sieht es nicht. Das ist ja eigentlich eher das, was wichtig ist. Ja. Programme, was verwendet ihr denn für Programme? Ja, sehr interessant. Es gibt zwei Möglichkeiten. Also die Profi-Variante, die wir benutzen, ist Adobe Premiere Pro. Da hast du halt viel mehr Möglichkeiten, Effekte und so weiter. Und die Anfänger-Variante, falls jemand jetzt starten möchte, aus unserer Sicht ganz klar vorne mit drin, ist Filmora. Filmora 9, ja, ist jetzt ganz klar im Trend. Hast du auch ähnliche Möglichkeiten, sehr tolle Effekte. Wenn es mal schnell gehen muss, dann kannst du damit schnell Videos produzieren, und gerade uns im Bereich, wo es auch mal schnell gehen muss, wenn du halt viele Videos produzierst, dann benutzt du Filmora. Und wenn du in die Profi-Variante gehst, ja, einen tollen Schnitt, die auch mehr Zeit lassen muss, dann würde ich auf jeden Fall Adobe Premiere Pro empfehlen, weil hier die Grenzen unmöglich sind, oder wie sagt man, Unbegrenzt. unbegrenzt sind, nicht unmöglich, unbegrenzt sind. Und das Thema Adobe After Effects, das tun wir dann outsourcen, wenn wir ein paar richtig krasse Greenscreen-Effekte etc. brauchen, so alias Steven Spielberg, ja, Jurassic Park, da kannst du ja alles mitmachen. Das stimmt, ja, sehr cool. Ihr macht ja einen Schnitt nicht selber, oder? Ihr sourcet das alles aus und dann schneidet ihr auch ab und zu selber Videos. Ja, also wenn es um Image-Trailer geht und diese Geschichten, dann sourcen wir das aus. Und wenn wir aber natürlich unsere YouTube-Videos haben, die schneiden wir auch selber, weil da hast du einfach die Kontrolle, oder dann fällt dir noch was ein, wo du sagst, da kannst du das noch machen, bevor du dann den langen Weg hast, wieder mit der Kommunikation. Ja, dann ist der vielleicht beschäftigt, dann dauert es wieder einen Tag. Wir wollen ja dann wirklich die YouTube-Videos zügig hochladen. Und dass sie dann auch für uns laufen, und deswegen machen wir da den Schnitt selber. Okay, ja, cool. Effizienz, Effektivität. Was habt ihr da für Tipps und Tricks, um da schneller zu werden? Wir haben es, glaube ich, schon fünfmal angesprochen. Das Thema Outsourcing ist hier extrem wichtig, dass du von Beginn an ein gutes Netzwerk aufbaust, mit Experten schaust, wer passt zu dir, welche Nase sieht gut aus, ja, wer sieht fast so aus wie du. Ich meine, Stefan sieht mir ja sehr ähnlich, würde ich Ja, behaupten. richtig. Und das bringt uns natürlich in Geschwindigkeit. Wir sparen dadurch sehr viel Zeit, weil wir halt Dinge abgeben können. Weil das Ding ist, wenn du versuchst, eben alles selber zu machen, dann kommst du wieder zu nichts, ne? Weil doch irgendwo nicht der Stapel eben häuft. Du willst ja auch irgendwo größer werden, du willst ja mehr Bekanntheit und vielleicht auch finanziell ein bisschen besser aufgestellt werden, vielleicht auch anderen Menschen die Möglichkeit geben, Geld zu verdienen, ja, vielleicht auch den einen oder anderen einzustellen.
und ganz klar outsourcen. Ja? Also das ist das große Thema, was ich da ansprechen würde. Was ich jetzt noch als Tipp geben kann, ist, wenn man Videos dreht, ja, jetzt in der Richtung, wie wir es tun, dann wirklich sich vornehmen, den Content vorbereiten für die nächsten 3, 4, 5 Videos und dann an einem Tag das Ganze drehen, dann ja. Nochmal am nächsten Tag oder nächsten 2 Tage das Ganze schneiden und dann hast du mal Luft wieder für 2, 3 Wochen und klickst eigentlich nur noch auf Veröffentlichen und dann geht das Ding live. You know? Also wirklich im Bulk arbeiten, wie man so schön sagt. Ja, das Ganze, weil sonst musst du immer wieder alles auf einmal in die Hand nehmen und sagst dann, oh, und ich wollte jetzt Dienstag noch ein Video machen und so. Und ich sag, hey, Montag ist der Drehtag. Ich habe mir den und den Content vorbereitet am Freitag oder Samstag, Sonntag. Und dann geht's los und ich produziere das am Stück. Ja, also ist, glaube ich, am allereffektivsten, was man machen kann. Ja, ja. Stimmt auf jeden Fall. Kann ich sehr unterschreiben. Es stimmt, genauso funktioniert. So machen es eigentlich auch die meisten. Also viele YouTuber, die unterwegs sind, ich glaube, die beste Ranking ist, glaube ich, 3 bis 4, warte mal, alle 2 Tage, wenn du dann ein Video drauf YouTube, dann geht der. Ich hatte das mal getestet bei mir auf dem Kanal und das hat mir ruckzuck 30 Abonnenten gebracht, weil YouTube mich einfach anders im Algorithmus wahrgenommen hat, wo ich alle 2 Tage ein Video veröffentlicht habe. Und es funktioniert einfach viel, viel besser. Und das war noch nicht mehr so super Videos. Also es war so wie ihr, einfach so Content, so, ja, das ist so wie ihr, so Ton ist wichtig, sowas, so kleine Basic-Tipps. Und dann, wenn man da die vernünftigen Keywörter verwendet, dann funktioniert das ganz gut, ja, muss ich echt sagen. Ja, cool. Nächste große Thema, mein persönliches Lieblingsthema und euer Lieblingsthema Marketing. Welche Marketingmaßnahmen findet ihr denn gerade für Einsteiger am sinnvollsten? Ladies first. Darf ich? Schon wieder? Ich habe jetzt die letzten 10 Fragen ja. Angefangen. Okay, alles klar. Also gut. Wo soll ich anfangen? Also, wir hatten letztens ein Interview. Tatsächlich, da hat uns jemand gefragt, wenn du mit dem Wissen, was du heute hast, mit wirklich null Budget loslegen willst und in 30 Tagen wieder zum Erfolg kommen willst, was würdest du tun? Klar, mir natürlich gesagt, Videos machen. Das Geile ist halt mit YouTube-Videos, du kannst eigentlich schon mit deinem Handy anfangen. Alle denken immer, ja, ich muss irgendwie der Mega-Experte sein in meinem Bereich, aber wenn du nur ein bisschen mehr weißt als jemand anders und ihm dadurch eine Abkürzung verschaffen kannst, dann bist du in dem Bereich schon weiter als er und kannst dich letztendlich schon als kleiner Experte positionieren. Ja. Das ist das Schöne und das würde ich jedem Einsteiger empfehlen, natürlich mit YouTube anzufangen. Warum? Es ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Ich denke, das wissen wir alle. Videos sind einfach das klickstärkste Medium, wenn es um Marketing geht. Deutlich mit Abstand als alle anderen digitalen Werbeformate. Ich kann Videos vielfach verwenden, nicht nur für YouTube, sondern ich könnte es auch auf Facebook hochladen, ich könnte es auf Instagram hochladen und es ist kostenlos. Es ist kostenloser Traffic, wenn ich natürlich weiß, wie ich die Videos richtig optimiere, vor allem auf YouTube, dann ist es nicht wie bei Facebook nach 2 Tagen wieder weg und keiner spricht mehr drüber. Also ich bin irgendwie im Katzenkostüm unterwegs, ja, und mache Handstand, ne, aber das machen die meisten ja nicht. Und wie gesagt, auf YouTube, dieses Video, wenn es richtig optimiert ist, kann mir das Monate, teilweise sogar Jahre, das haben wir auch schon erlebt, wirklich Traffic bringen, gezielten Traffic, gezielte Besucher. Und das würde ich jedem empfehlen, ja, wirklich mit YouTube zu starten, weil es eine kostengünstige oder kostenlose Methode ist, um einfach qualitativ gute Interessenten anzuziehen. Ja. Oder hast du jetzt das anders gemeint mit Marketingmaßnahme? Nein, das ist genau richtig. Generell. Wunderbar. Ja, ich bin gerade noch am Staunen, weil du hast vollkommen recht. Okay. Ja. Ich habe eigentlich darauf gewartet, dass, dich jetzt getroffen? Ja. Dass Daniel jetzt noch was ergänzt und noch was aus dem Hut zaubert. Ja, ja. Nee. Willst du noch was sagen? Nix. Punkt. Diesmal genau. Mache ich einen Punkt, ja. Ausnahmsweise. Nein, hast aber du ich komm sehr schön. Ich sehr schön schon wieder an. Doch, ja. Wirklich, weil das passt. Es ist genau so eigentlich das. Ja. Man muss einfach anfangen, das ist so die große Überschrift. Genau, anfangen, ja. Viele sagen, ja, ich müsste es mal anfangen. Wir haben einen zum Beispiel bei uns aus der Community, der hat uns, wir hatten ein Event Ende Mai, da hat man einen kleinen Vortrag und der sitzt abends mit uns am Tisch
zeigt uns sein Laptop und sagt, hey, ich habe mein erstes Video gemacht. Spielt uns das ab. Schöne Grüße an Martin an dieser Stelle. Schöne Grüße an den Martin, wenn er es hört. Erstmal absoluten Respekt, dass er sich das jetzt getraut hat. Weil er gesagt hat, Video eigentlich überhaupt kommt für mich nicht in Frage. Wir haben ihn dazu motiviert. Ja. Und es hat aber dann immer noch, ich glaube, 14 Tage gedauert, bis er dann den Knopf gedrückt hat auf YouTube und auf Veröffentlichen gegangen ist. Ja. Und das zeigt wieder, wie viele Leute Angst haben, hey, wenn ich jetzt das Video veröffentliche und ist es vielleicht schlecht und was denken die Leute drüber? Ich sage immer, das erste Video ist eigentlich egal, was du da drin sagst, weil das sehen die wenigsten Leute, weil dein Kanal noch frisch ist. Du hast ja relativ wenig Ahnung noch, wenig Erfahrung. Na, du kriegst wahrscheinlich wenig Views drauf, wenig Aufrufe und deswegen ist es eigentlich egal. Es ist nur Training für dich, dass du von Video zu Video besser wirst. Ja, ja, sehr cool. Ja, das stimmt eigentlich 100%. Ja, ja, ja. Aber die Angst, was ich vor am Anfang ja meinte, das mit dem Veröffentlichen, ist halt die Angst davor, dass andere Leute einen schlecht machen. Dass andere Leute sagen, hey, das ist so Mist, weil es findet jeder immer irgendwas, was halt nicht. Das Video kann das Geilste sein, aber wenn irgendwo in der Ecke der Vogel gerade scheißt, dann sagen die, in der Ecke scheißt ein Vogel in dem Video, das ist ein scheiß Video. Das ist wirklich so. Das ist, und da muss man einfach vorher sagen, ja und? Ist das scheißegal. Dann lass. Und meistens sind es die Leute, die neidisch sind auf die Arbeit. Also ich habe momentan, ich hatte auch viel Hate in letzter Zeit von. Ich habe ja zum Beispiel Dirk Kräuter interviewt und da hatte ich so viel Shitstorm am Anfang, wo ich mir dachte, so alter Schwede, der hat voll die Ahnung und ich bin super stolz, dass ich ihn im Interview habe. Und klar, dann kam nur, der will einen ausbeuten und blablabla und der hat super geilen Content rausgehauen. Das ist bis jetzt das beste Video, was läuft, weil der hat Ahnung von seinem Fach und verkauft sich halt selbst auch mit am besten. Wäre ja dumm, wenn er das nicht machen würde. Also deswegen, klar. Aber es ist halt viel, viel Neid dazwischen und viel, viel Ärger. Aber trotzdem, auf der anderen Seite, ich finde fairerweise immer beide Seiten. Es ist immer, es kommt Shitstorm, aber es kommt auch viel positive Kritik. Wenn du einfach nach einem Zeit meinst, ey, du machst das, ich krieg Nachrichten, ey Sven, du machst das voll geil und mach weiter so und da. Ja. Und wo du denkst, ey, dafür lohnt sich das doch alles. Auch wenn ich kein Geld damit verdient habe, aber dafür lohnt es sich doch einfach, dass du einfach mal auch, yo, ich mach genau das Richtige, was ich hier gerade mache. Und dadurch sind auch diese Podcasts entstanden. Auch meine Family, die haben irgendwie so, machst du das umsonst? Bist du denn bescheuert? Sitzt du da stundenlang und unterhält sich mit Leuten? Da bringt doch nichts. Doch, ja, ja. Das bringt doch extrem viel. Ja. Also, das ist immer schwierig. Nichts ist umsonst. Sorry, wenn ich unterbreche, aber das hört man so oft. Sagen wir, warum machst du das? Warum macht ihr diese Content-Videos? Warum machst du das? Warum machst du Podcasts? Mhm. Nichts ist umsonst. Erstmal, du hast einen wertvollen Kontakt, der auch wiederum wertvolle Kontakte hat. Das heißt, du erweiterst damit dein Netzwerk, du verbesserst dich mit jedem Podcast, den du machst, mit Sicherheit, genauso wie mit jedem Video, was wir machen. Und du machst ja trotzdem damit aufmerksam, du baust ja damit Reichweite auf, du baust deinen Expertenstatus damit auf, dass du dich in dem Bereich, was du tust, kennst und auch zum Teil natürlich dann weiter brandest. Und deswegen ist nie kein Schritt, den du machst, ist umsonst. Ja? Entweder du gewinnst sofort oder du lernst und gewinnst dann. Ne? Das ist immer so meine oder unsere Einstellung. Ja. Das ist so. Und man lernt ja wirklich extrem viel bei den ganzen Sachen. Ne? Zielgruppe. Absolut, was ist denn, wie habt ihr denn eure Zielgruppe definiert? Sehr interessantes Thema. Also, wie ich damals angefangen habe, habe ich immer gesagt, ich will alle erreichen. Ich bin der Geilste, ich bin der Beste, ich werde alle erreichen. Wortwörtlich, ja. Also jeder, der dir sagt da draußen, mach eine Zielgruppe, das wird sie hundertprozentig sein. Wenn wir mit Videos arbeiten, habe ich gemerkt, müssen wir anders denken, weil die Zielgruppe, die bestimmst nicht du, das bestimmt deine Zielgruppe. Ja? Das heißt, wir sagen immer, Menschen ziehen Menschen an. Und wir sehen das absolute Beispiel gerade bei mir. Ich ziehe Menschen an im Alter von 18 bis 35 und der Stefan zieht gerne mal Menschen an 30 plus. Ja? Und da fragst du dich halt, wenn wir zusammen in einem Unternehmen arbeiten, wir sagen, die Zielgruppe ist zwischen 20 und 35 Jahren, ja? Dann verlieren wir aber die Menschen 30 plus, die eigentlich den Stefan anziehen, oder? Ja, die so denken wie Stefan zum Beispiel. Ja. Deswegen gebe ich jedem den Tipp, fang einfach an und du wirst relativ schnell merken, wir haben ja tolle Tools, Analytics, Google Analytics und so weiter, wo du sehen kannst, wohin die Reise geht, welche Menschen du ansprichst und so weiter. Und dann musst du demnach auch eben deine Videos, sag ich mal, so optimieren, dass es halt der Zielgruppe gerecht ist. Also ich würde nicht sagen, geh raus und promote jetzt nur 18 bis 35, weil es dir irgendwann mal der Mark Zuckerberg da draußen erzählt hat oder sonst jemand, ne? Wobei,
Wobei ich sage jetzt für uns, jetzt was jetzt unsere Dienstleistung betrifft, also auch den Kanalaufbau oder das YouTube-Training, da haben wir natürlich schon eine Zielgruppe, die wir erreichen können und wollen, natürlich Unternehmer, Selbstständige. Wir haben sehr viele, die jetzt, das kennst du auch, wer auf Facebook unterwegs ist und selbstständig ist, der wird auch heimgesucht von den Werbeanzeigen, ja, von ich bin Coach, ich bin Berater, ich bin Trainer, ich bin das. Das ist auch alles super, weil wir es wird ja gebraucht, Informationen. Daniel sagt, wir können uns Informationen holen, wo wir wollen. Ja, ja, das ist alles da. Mhm. Aber ein Trainer ist doch dafür da, dass er dich schnell von A nach B bringt. Ne? Und deswegen, so wie wir ja auch Leute haben, die uns wiederum trainieren, die uns schulen, sollte sich das auch wieder suchen. Und wie gesagt, das ist auch unsere Zielgruppe. Und ich sage mal, eigentlich Unternehmer aller Art, weil das Thema für alle Unternehmen interessant ist. Ja. Aber wir haben natürlich auch viele, wie gesagt, Trainer, Coaches, wir haben viele aus dem Finanzdienstleistungsbereich und wir haben generell, sagen wir mal so, Solopreneure, ja, Einzelunternehmer. Aber auch, was wir jetzt immer mehr merken, tatsächlich immer mehr KMUs, ja, die auf uns zukommen und sagen, hey, wir haben das gesehen, wir haben euch da gesehen, wir brauchen da unbedingt, wir wollten schon, das hören wir mal oft, wir wollten schon lange jetzt mal mit YouTube starten, weil wir schon gemerkt haben, es ist nicht nur ein gelungenes Schaufenster, so ein YouTube-Kanal, sondern der kann auch Umsatz bringen. Ja. Das sind extrem viele, von denen ich das, ich hatte ein Interview mit Daniel Slotin, der ist ja so der bekannteste Musikvideoproduzent in Köln, und der hat gesagt, da habe ich gesagt, Sven, hast du den YouTube-Kanal und blablabla, und hat gesagt, ey Sven, ich habe es voll verbockt, weil ich habe das völlig vernachlässigt und der ärgert sich heute noch darüber, dass er nicht richtig auf YouTube, der wäre viel, viel größer jetzt schon, ich meine, er ist mit einer der Größten, aber er wäre noch größer, wenn er früher mit YouTube angefangen hätte. Und das hat er dann sich selber geärgert, sagte, ich komme aus der Videobranche und habe das einfach so, weil es ist ja mehr Arbeit. Es ist ja dann, ich meine, du produzierst ein Video, du bist da voll drin und dann nochmal auf YouTube den Schritt machen, es ist einfach Arbeit. Viele vertun das ja und sagen, ja, das ist ja mal nebenbei. Nein, das ist auch Arbeit. Mit dem Text zu schreiben und wie ihr sagt mit SEO, ich meine, du kannst ja nicht einfach das Video hochladen und gucken, was passiert, sondern du musst da schon ein bisschen was investieren. Ja, sehr cool. Ja. Kundengespräche. Wie bereitet ihr euch denn auf Kundengespräche vor? Ja, ist auch sehr interessant. Also wenn wir viele Informationen haben oder wenn wir den Namen, E-Mail-Adresse haben, Nachnamen etc., eine Homepage, dann schauen wir uns natürlich an, ist er auf Facebook, weil auf Facebook kriegst du viel mehr Informationen, was macht er vielleicht auch privat, dass man halt in Kundengesprächen auch mal was Persönliches ansprechen kann. Das merken wir halt, wenn wir halt fragen, ist es okay, wenn wir uns duzen, weil wir das so gewohnt sind, dann haben wir auch eine ganz andere Basis, wo wir vertraut, sage ich mal, auch in die Videoproduktion gehen können später. Und wenn du dann halt mal sagst, hey, wie war es auf der Weißwein-Weihnacht und hat der Wein geschmeckt und so weiter, dann sagt er, was, du weißt es noch, ja, ich habe mir noch dein Profil angeschaut. Ja. Also wir machen das tatsächlich nicht nur, weil wir es müssen, sondern weil es uns auch interessiert, wer sitzt gegenüber, wie können wir vor allen Dingen mit dem sprechen und demnach richtet sich dann halt auch unser Gespräch halt aus, ne? Ja. Wie überzeugt ihr denn eure Kunden von eurer Arbeit und eurer Leistung? Also das machen wir immer natürlich im persönlichen Gespräch. Ich sage mal, egal was du online machst, egal ob Facebook oder YouTube oder Instagram und da mit Videos arbeitest, ist mal ganz gleich, aber das ist ja immer nur der Eingang. Du verkaufst ja nicht damit, das was auch viele missverstehen, die wollen immer gleich verkaufen über Videos, das kommt dann erst im Nachhinein, ja, zumindest so wie wir es machen. Und unser Ziel ist natürlich auch immer das persönliche Gespräch und dann finden wir gemeinsam immer heraus, wo können wir ansetzen. Wir haben auch gut und gern mal Gespräche, wo wir sagen, hey, das passt aktuell einfach nicht, ja, warum sollen wir dir jetzt unsere Dienstleistung verkaufen, nur dass wir Geld verdienen, wenn wir eigentlich nicht abliefern können, weil du gerade nicht das brauchst oder nicht gerade auf dem Level bist, wo du sagst, da bist du jetzt soweit. Und dann ist es wirklich immer, wie Daniel auch sagt, natürlich gehört auch die Vorbereitung dazu, wer ist die Person? Ja, wir hören mehr hin, ne? Zwei Ohren, ein Mund, auch wenn wir jetzt hier viel reden, aber natürlich auch viel durchs Fragen stellen, um herauszufinden, wo können wir ansetzen, ist es ein großes Projekt, ist es eher, wie gesagt, jetzt ein Solopreneur, der sagt, ich will jetzt rausgehen und mich als Verkaufstrainer branden oder was auch immer. Und dann sagen wir, okay, und genau da setzen wir an, weil wir können, und das ist das Schöne, können uns ja absolut individuell auf den einstellen. Und wenn er uns dann natürlich kennenlernt und sagt, hey, die Jungs sind auch von der persönlichen Note her, geben die mir ein gutes Bauchgefühl, dann ist das Thema Leistung, weil das ist dann der nächste Punkt.
Thema Leistung. Ich würde sagen, also wir haben bis jetzt, da lehnen wir uns jetzt mal einfach aus dem Fenster, wir haben bis jetzt noch keinen gesehen im deutschsprachigen Raum, der es in der Intensität anbietet, ja, diesen, die, sei es mal dieses YouTube-Training, wir machen das wirklich 1:1, nicht mit irgendwie einem Videoportal und da gehst du jetzt mal drauf und einmal in der Woche ist irgendwie ein Live-Call, sondern wir arbeiten wirklich two on one, ja, also mit uns beiden, mit dem Kunden zusammen, ja, und live und nehmen uns da die Zeit, weil wir wirkliche Ergebnisse produzieren wollen. Ja, und das ist auch so ein bisschen unser Alleinstellungsmerkmal, nicht schnell, wischiwaschi, komm mal in unser Videoportal rein, wir lehnen uns zurück und verdienen die Kohle, sondern wirklich, wir wollen ja, weil jeden Thema aufbauen, ist doch klar, ist wieder unsere Referenz, ja, wo wir sagen, hey, das ist unser gutes Testimonial, dass wir gute Arbeit geleistet haben. Ja. Da meldet sich jemand. Da kann ich noch was Tolles ergänzen, ja. Ja. Und zwar stehen wir Deutschen, sage ich mal in Anführungsstrichen, auf Ergebnisse. Also ja. Das Ding ist, von dem Gelaber da draußen, ich bin der beste Videomarketer oder ich produziere die coolsten Videos, kannst du immer 98% abziehen. Das kennst du wahrscheinlich, Sven. Ja. Ja, aus der Vergangenheit, wenn dir irgendjemand was empfohlen hat und so weiter, ging es wahrscheinlich meistens auch in die Hose. Und wir stehen tatsächlich auf Ergebnisse. Und wenn dich halt jemand fragt, kannst du halt ein Hochzeitsvideo produzieren, dann schickst du dem halt ein Video rüber. Und wenn es ihm gefällt, dann kommt ihr zusammen. Aber Stefan hat selber gesagt, Vertrauen ist hier, spielt hier wahrscheinlich auch die größte Rolle. Und dann kommt das Ergebnis. Also das Ergebnis ist zweitrangig, wenn das Vertrauen passt. Aber das Ergebnis ist auch nochmal, sag ich mal, der Vertrauensbooster. Ja? Dass du sagst, okay, Resultate auf YouTube, Platz ja. Nummer 1, Seite 1 in deiner Nische, mit deinem Keyword, mit deinem Video ist kein Thema. Habt ihr es selber auch geschafft, mit welchen Kunden? Wir zeigen ein paar Beispiele. Und dann ist das Ding eigentlich gegessen. Also... Weil ich lege mittlerweile auch sehr viel Wert auf Resultate und Ergebnisse, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite. Hast du das auch wirklich gesagt, zeig mir das und so weiter. Natürlich kann ich jetzt nicht zu Facebook hingehen und sagen, ey, zeig mir mal, was du letzten Monat verdient hast. Dann machen die wahrscheinlich die große Faust mit dem Mittelfinger. Deswegen, also eine gute Vertrauensbasis mit tollen Ergebnissen bringt auf jeden Fall Umsatz. Und natürlich, wenn die Leute uns fragen, sagt, hey, ja, wie du jetzt auch sagst, hey, wie überzeugst du deine Kunden? Sagen wir, ja, geh auf unseren YouTube-Kanal und nimm mal von den letzten Videos jeden Suchbegriff und gib das einfach mal im Incognito-Browser ein. Ja, das ist, also unsere YouTube-Kanäle, wir bieten nicht damit nur einen Mehrwert, sondern es ist natürlich auch Verkaufsinstrument, weil wir damit auch regelmäßig beweisen, dass wir das, was wir anderen zeigen, dass wir das auch leben und dass wir das auch für uns anwenden. Das ist ja. Sehr cool, ja. Da seid ihr einen ganz viel weit voraus. Die erzählen, die wissen theoretisch, wie es geht, haben es aber selber nie umgesetzt. Deswegen seid ihr da einigen sehr, sehr weit voraus. Genau. Ja. Wie berechnet ihr denn euren Preis? Also ich möchte jetzt nicht nehmen, was ihr nehmt, sondern einfach, was ihr da, wie ihr das für euch berechnet habt, dass ihr am Ende des Tages auch den Kühlschrank voll habt. Ja, also es ist immer ganz individuell. Es gibt keinen Pauschalpreis wie bei McDonald's, wo du sagst, okay, ich kaufe mir jetzt Hamburger mit Pommes und Cola, der kostet so und so viel. Bei uns ist es tatsächlich so, es ist immer abhängig von Keyword, also von Suchphrase. Es ist abhängig von der Videolänge, was derjenige braucht. Es ist immer ganz individuell, wie soll der Schnitt aussehen und so weiter. Und dann erstellt man quasi ein Portfolio. Ich glaube kaum, dass es Menschen da draußen gibt, die sagen, ich produziere pauschal irgendwas, in dem Bereich Video mit Suchmaschinenoptimierung. Es ist immer ganz individuell. Ja, es gibt Nischen-Keywörter, die sind sehr einfach. Da kann man auch schnell Videos produzieren. Es gibt aber auch Dinge, ja, im Bereich Beauty und so weiter, wo Tutorials halt viel aufwendiger sind, wo man ein bisschen mehr Zeit investieren muss. Da muss man schauen, welches Netzwerk, welchen Preis. Es gibt Menschen, die spielen uns immer die Karten zu, indem wir halt ganz gezielte Fragen stellen, so, was hast du bisher schon ausgegeben? Hast du schon Erfahrungen gesammelt bei anderen? Hast du schon mal in dem Bereich Geld ausgegeben? Ja, wenn ja, wie viel? Dann weißt du auch ungefähr, okay, was ist so die Schmerzgrenze? Ja, und demnach muss man schauen, okay, wir versuchen wirklich für jeden so die passende Lösung zu finden. Ja, also ich sage aber so, weil Daniel schon sagt, es ist ziemlich individuell. Natürlich haben wir eine Grundstruktur, wo wir sagen, okay, wir haben natürlich unser Training, das geht über 9, ich sag mal, -10 Wochen. Das kommt immer darauf an, wie schnell die Leute die Fortschritte machen. Wenn jetzt ein kompletter Anfänger ist, dann sagen wir, okay, wir machen immer dieses Overdeliver. Ja, wir sagen, okay, wir geben immer mehr, als wir dann eigentlich wirklich nehmen. Ja, ich mache das auch bei Animationsvideos. Ich rechne da nach Sekunde ab. Wenn jetzt das Video 5 Sekunden mehr dauert oder 10 Sekunden, dann sage ich, komm, mach mal. Ja, also nicht, weil ich mich unterm Wert verkaufen will oder irgendwas, sondern
weil es halt einfach auch, da kommen auch immer wieder Empfehlungen, ja, wo du sagst, okay, hey, der nimmt es auch nicht, der macht saubere Arbeit, ne, aber wenn da mal ein bisschen mehr ist, ne, Zwinger, Zwinger. Und so machen wir das, wie gesagt, mit unserem Training. Da haben wir natürlich einen Grundpreis und dann berechnen wir, was ist es für eine Nische? Ist es eine schwierige Nische? Und dann in welchem Umfang? Ja, schulen wir eine Marketingabteilung? Oder schulen wir übernehmen, ja. Genau, oder ist es eine einzelne Person? Und dann natürlich auch, wenn es um den Full Service geht und den Kanalaufbau, ja, da haben wir jetzt auch wieder ein Großprojekt auf monatlicher Basis. So, da wird halt festgelegt, wie viele Videos wollt ihr machen. Ja? Ungefähr in der Länge, ja, wären das jetzt 15 bis 20 Minuten Videos oder sind die im Schnitt 5 oder 7 bis 15 Minuten, na, oder 7 bis 10 Minuten, und dann sagen wir, okay, dann haben wir da einen Grundpreis, eine Basis, und dann wird aber individuell nochmal abgerechnet, wo man sagt, okay, was hatten wir denn für einen Aufwand? Ja. Also wie gesagt, das ist das Schöne, weil wir keinen riesen Wasser, noch nicht einen riesen Wasserkopf haben mit einer riesen Agentur dahinter, wo du ein bisschen steifere Preismodelle machen musst. Wir können es eben, wie gesagt, individuell machen, aber schon, dass es fair bleibt, nicht, dass der eine sagt, hey, ich bin jetzt Verkaufstrainer seit 20 Jahren, ich zahle jetzt das Doppelte, weil ich mich jetzt mit einem Startup-Unternehmen unterhalte und da haben die Jungs einen Sonderpreis gemacht. Also das machen wir natürlich nicht, sondern das soll natürlich in dem Rahmen immer fair bleiben. Ja. Aber wir müssen natürlich auch gucken, je nach Zeitaufwand, und da kalkulieren wir, da nehmen wir uns einfach die Zeit und hocken uns hin und kalkulieren wirklich jedes Angebot, sagen, okay, je besser du planen kannst am Anfang, logisch, desto weniger verschätzt du dich und desto mehr passt dann für beide Seiten. Mhm. Ja. Sehr cool. Cool, da sind wir eigentlich am Ende. Ja. Nur eine ganz kurze Frage, so, was würdet ihr sagen, YouTube, Facebook oder Instagram Video, was hat die Zukunft? Also es haben alle Zukunft, definitiv. Man muss halt immer schauen, was ist deine Zielgruppe. Ja, wir haben gemerkt, dass du bei Instagram, wenn wir jetzt kurz über Instagram sprechen, muss alles sehr schnell gehen. Ja? Die ganzen Stories, die sind nur 24 Stunden online. Es muss wirklich verdammt schnell gehen. Und demnach hast du halt auch eine Zielgruppe, die so denkt, die so tickt, die auch immer schön sein will, die perfekt aussehen will und so weiter. Instagram ist ja nicht der wahre Spiegel, was von innen kommt. Viele versuchen halt immer von außen her perfekt zu sein. Ja. Facebook ganz klar auch Live-Videos benutzen. Mhm. Man muss versuchen, irgendwo in allen Kanälen da zu sein, wenn du online dich aufbauen möchtest. Und YouTube ist halt eine Suchmaschine, die dir dabei hilft, dein YouTube-Video immer top positioniert zu haben. Und es ist halt so, wenn es halt eine Möglichkeit geben würde, dass du dich klonen kannst, lieber Sven, wenn du sagst, ey, ich bin ein Top-Verkäufer, oder der Dickreuter würde sagen, ich bin der beste Verkäufer, wenn ich zu ihm sagen würde, ey Dirk, es gibt eine Möglichkeit, dass du dich nochmal klonen kannst, würdest du es machen? Er würde sagen, natürlich, wenn ich dadurch mehr verkaufen kann, würde ich das machen. Und so ist es halt, mit jedem YouTube-Video klonst du dich gleichzeitig nochmal als Verkäufer oder als Informant, der rausgeht, Menschen informiert, der Abschlüsse macht, der Kontakte aufbaut und so weiter. Das würde ich sagen, fokussiere dich mal auf eine Sache. Wenn du sagst, okay, ich traue mir auch noch Instagram-Stories zu machen, dann machst du noch die zweite Sache. Mhm. Wenn du sagst, okay, ich bin der richtig Coole, dann machst du auch noch Facebook-Live-Videos. Ja, so diese Kombination aus allem oder Fokus auf eine Sache, die groß machen, dann den nächsten und dann den nächsten. Sehr cool. Sehe ich ganz genauso, würde ich es genauso unterschreiben. Vielen Dank. Dankeschön. Schnellfragerunde zum Schluss. Ich möchte gerne, dass ihr einfach Folgensätze einfach ergänzt. Ihr könnt einfach beide reinbrabbeln, ist egal. Ja. Die drei besten Tipps für eine erfolgreiche Videoproduktion sind? Bleib du selbst auf jeden Fall. Model what works. Mach das, was andere schon machen, aber bleib immer du selbst. Also bleib immer das Original. Und eine wichtige Vorbereitung ist das A und O auf jeden Fall. Ja, und auf jeden Fall, wenn man sich dafür entscheidet, auch dranbleiben und nicht nach 5 Videos sagen, hey, es bringt mir noch keine Resultate, die ich mir vorstelle, sondern wirklich weitermachen. Denn dieser Momentum-Effekt, der holt dich irgendwann ein und dann wirst du dir selber dankbar sein. Ja. Wenn ihr eure Kamera selber zusammenbauen würdet, welche Funktion hättet ihr?
Ich glaube, das ist noch nicht entwickelt auf dieser Welt. Ja, ich kann es auch nicht beantworten. Ja, ich denkst, ganz ehrlich. An alle Star Wars Fans, ja, wenn man mal ein Hologramm auf der Hand machen kann, ja, und damit Facebook und YouTube Livestreams machen kann, dann sind wir glücklich. Ja. Soll ich dir was sagen, Sven? Mhm. Ich wollte genau das Allergleiche sagen, ob du es glaubst oder nicht. Da kommt wieder der Punkt raus, wo wir beide immer gleich sind. Du hast ja wortwörtlich. Ja. Aber generell gibt es tatsächlich keine speziellen Specs, weil die Kameras, die wir jetzt für unsere YouTube-Videos brauchen, natürlich gibt es da immer die Luft nach oben und wir decken uns ja da auch immer regelmäßig wieder mit neuen Dingen ein. Aber dass wir jetzt sagen, wir haben jetzt da irgendwie so einen Favorit, wo wir jetzt. Da haben wir uns tatsächlich, oder? Hast du dir da Gedanken gemacht? Ich will es auch nicht verraten. Nee, würde ich auch nicht, ne? Ich will die erfinden und dann auf den Markt gehen. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei. Was ist denn dein Lieblingsbuch? Also, mein Lieblingsbuch hat mir Stefan Bayer empfohlen und der Herr, der mich in der Meditation begleitet, das ist das Buch von Eckhart Tolle, Jetzt. Wir leben ja immer im Jetzt und die Videoproduktion machen wir immer im Jetzt und das Video, was wir heute aufnehmen, machen wir immer im Jetzt. Und ich war zeitlang so gewesen, dass ich immer in die Zukunft geschaut habe und die Zukunft hat mir immer nur Hoffnung gegeben. Ja, bald wird alles besser werden, aber ich habe das jetzt verloren und deswegen finde ich das Buch so schön. Und auch in der Vergangenheit, das, was mal war, war ja auch damals das Jetzt. Deswegen schaue ich nicht zurück, was damals war, sondern ich schaue, dass immer das Jetzt ist. Und das, da bin ich dir wirklich sehr dankbar, Stefan, und kann das ganz, ganz vielen Menschen da draußen empfehlen. Ja. Wenn du dich noch nicht selbst gefunden hast, dann lese auf jeden Fall das Buch von Eckhart Tolle Jetzt. Gut. Sehr cool. Und bei dir? Eigentlich auch jetzt. Aber jetzt muss ich natürlich ein anderes bringen. Und zwar, was ich genial finde, ist das Buch Go for No. Ja, da auch nochmal an den Willi Prokop. Herzlichen Dank für die Buchempfehlung, weil Go for No gibt dir eine andere Sicht auf die Dinge in Sachen Erfolg. Du denkst immer, du bist in der Mitte. Links ist der Misserfolg, wenn du dich nicht bewegst, gehst du zum Misserfolg hin. Nach rechts, wenn du dich bewegst, kommst du auf den Erfolg zu. Das ist in der Hinsicht schon richtig, aber eigentlich ist es anders. Du bist hier, ich bin das Ich, dann kommt der Misserfolg, auf den muss ich mich zubewegen, um dann den Erfolg zu haben. Der rennt den Neins hinterher und somit gibt jedes Nein, wir haben alle Angst vor Ablehnung, da geht es auch wieder um Hate-Kommentare und all die Dinge. Je mehr Hate-Kommentare du kriegst, je mehr Neins du bekommst, desto erfolgreicher wirst du. Und das ist auch nötig, um das zu machen. Und es gibt dir eine ganz andere Einstellung. Go for No, kurzes Buch, hast du in einem Abend gelesen. Sehr geil, klingt sehr cool. Und da möchte ich kurz einmal, normalerweise mache ich das nicht bei der Schnellfragerunde, aber genau so mache ich das auch, dass wenn ich mir Hater-Kommentare durchlese, da sind immer zwischen den Zeilen Anregungen, was man besser hätte machen können. Und das nutze ich immer und setze das immer ein, damit ich es besser machen kann. Also ich gehe da nicht auf diese Kommentare ein, weil es gibt von Bodo Schäfer so ein geiles Zitat, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da sagt einer, wie soll ich denn mit schlechter Kritik umgehen? Und sagte dann irgendein Meister hat zu ihm gesagt, wenn jemand dir ein Geschenk geben möchte und du nimmst das nicht an, wem gehört das Geschenk? Ja. Immer noch demjenigen, der es dir geben möchte. Und genauso machst du das mit Hater-Kommentaren. Wenn du nicht drauf eingehst, dann hat er das Problem mit diesem. Weil er ärgert sich dann zu Tode, weil er will ja Konflikte und er will ja Aufmerksamkeit dadurch. Und wenn du dann nicht drauf eingehst, behält er das Geschenk. Ich sehe das wie du. Ich habe das Beispiel machen müssen 2015. Und da hat meine Frau gesagt, geh nicht auf Hater ein. Jetzt bist du an einem sehr guten Punkt angekommen und so weiter. Mhm. Ich habe es trotzdem gemacht, weil ich ja denke, du kannst irgendwie alle klarstellen, aber diese Menschen haben eine eigene Denkweise und die Denkweise kannst du erstmal nicht verändern, außer du gehst positiv auf dieses Hater-Kommentar ein. Ich meine, wenn er ein zweites Mal negativ drauf schreibt, dann kannst du dem eh nicht mehr helfen. Und ich sage immer, er ist einfach, man sieht anhand der Kommentare, wie dieser Mensch sich fühlt, wie dieser Mensch denkt. Und es sind manchmal ganz einsame Menschen und das ist manchmal sehr schade, sehr traurig. Aber wenn du versuchst, denen zu helfen, du kannst sie nicht helfen. Es wird noch schlimmer sogar. Und deswegen, wie du sagst, lass die Hater-Kommentare, lösch sie am besten. Oder wenn du mal drauf eingibst, dann schau, dass du halt positiv drauf eingibst. Ich habe jetzt zum Beispiel vorgestern jemanden sehr positiv umstimmen können auf meinem Kanal, der halt gesagt hat, du bist und du machst und so weiter. Ich habe gesagt, hey, nur weil ich jetzt Musik von dem und dem höre, kannst du ja nicht alle um einen Kamm scheren, sage ich mal. Du weißt ja gar nicht, wie ich ticke. Ah ja, Daniel, du hast recht und so weiter. Also man muss immer schauen, was für ein Hater-Kommentar es ist. Kann man doch mal drauf eingehen. Ja, genau. Ja. Genau so sehe ich das auch. Also es ist ja nicht alles schlecht, manchmal ist es auch. Aber meistens, wenn es halt in die böse Schiene geht, dann gehe ich da gar nicht dran. Ja,
Ja, dann brauchst du absolut. Mich für Mann. Dein Lieblingszitat ist? 5 Wörter. Die beste Zeit ist jetzt. Klingt irgendwie nach einem Buch, muss ich mal gucken. Ja. mein Lieblingszitat ist von Les Brown: It's not over until I win. Es ist erst vorbei, wenn ich geschafft habe, wenn ich gewonnen habe. Sehr geil. Ja. In 5 Jahren werden Videos alles dominieren, auf jeden Fall. Also man sieht ja auch jetzt schon den Trend bei dem Thema Google und YouTube sowieso. YouTube ist ja die Nummer 1 Videoplattform auf dem gesamten Planeten. Aber wenn wir jetzt mal von der größten Suchmaschine ausgehen, von Google, sieht man immer mehr, dass Google Videos top platziert und es auch jetzt schon so macht, dass Google transkriptet und schaut, wann hat der Sven wann was gesagt, wann kommt beim Sven welche Lösung. Und wenn du zum Beispiel eingibst, wie schreibe ich gute Überschriften zum Beispiel, dann sucht Google jetzt für dich schon das passende Video raus und sagt, ab Minute 18 oder ab Sekunde 18 bis Minute 1,12 zum Beispiel geht genau dieser Part. Ich bin letztens erschrocken, wo ich das gesehen habe. Und da wurde auch schon vor 1,5, 2 Jahren ein Blogartikel drüber geschrieben, wo ich sage, boah krass, du musst einfach noch viel tiefer in die Materie hier rein, viel mehr jetzt YouTube-Videos auf Google ranken und so weiter. Das Thema wird immer interessanter. Das ist so. Und das Schöne ist, wenn du es mal auf Google Seite 1 geschafft hast, genießt du sofortigen Traffic. Ja, also es geht instant los. Kommt natürlich drauf an, welche Suchphrase, aber du genießt sofortigen Traffic, was bei YouTube jetzt in Anführungsstrichen nicht sofort passiert. Das baut sich auf, ja. Wenn dein YouTube-Video gut ist, wirst du anderen YouTube-Videos mehr ausgespielt. Da ist YouTube dein bester Freund. Aber bei Google ist es so, wenn du Top-Platzierung erreicht hast, hast eine gute Nische gefunden, instant Traffic, ja. So wie wir es geschafft haben, in einer Woche 30.000 Views, Platz 1 auf Google, ganz oben noch vor allen Focus Online und Bildzeitung und so weiter. Ich meine, da knallt es halt dann ganz schön, ne? Ja. Das ist ein Traum für jeden YouTuber. Dein Vorbild ist? Also, boah, schwierig, ja. Amerika, ja. nein, also es gibt sehr starke YouTuber aus den USA, der Captain, beziehungsweise aus dem internationalen Bereich generell. Das ist ein Roberto Blake, das ist ein Daryl Eves, ein Nick Nimmin, der Brian G. Johnson. Das sind alles Jungs, an die wir uns auch halten, beziehungsweise die ja da auch ein bisschen Einfluss auf uns haben, mal mehr, mal weniger. Ja, mehr sage ich mal dazu nicht, aber das sind absolute Top-Experten, wenn es um das geht, was wir tun. Ja. Ja, das Ding ist halt, tatsächlich haben wir immer mehrere Vorbilder, weil du kannst halt immer von vielen Menschen lernen. Ne? Wenn du sagst, ich konzentriere mich immer nur auf die eine Person, dann wirst du wahrscheinlich auch so werden und so denken und so reden wie der. Wir versuchen aber schon irgendwo auch vielseitig zu sein. Deswegen, wie Stefan sagt, wir gucken uns einfach von vielen amerikanischen Leuten halt was ab. Was machen die gut? Es gibt auch sehr viele Deutsche, also ja, fühlt euch da auch persönlich umarmt, gell? Wir wollen da keinen schlecht machen, aber wir orientieren uns tatsächlich immer so in Richtung USA. Ja, sehr cool. Wie kann man euch denn erreichen? Eure Webseite, eure E-Mail-Adresse? Ja, die Adresse, bei der man uns erreichen kann, ist video-experten.com. Da könnt ihr mal drauf gehen, seht ihr, was wir so machen, seht ihr auch ein paar Resultate, ja, was ja sehr vielen wichtig ist da draußen. Und die E-Mail, die wir verwenden, ist mail@baba-media.com. Könnt ihr uns gerne eine Anfrage stellen, wenn euch das Thema Videoproduktion, YouTube-Marketing, YouTube-SEO interessiert. Oder wenn ihr wollt, dass wir euren YouTube-Kanal optimieren, dürft ihr uns ja gerne mal eine Anfrage stellen. Und wer Lust hat, sage ich jetzt einfach mal, weil es ein Freebie ist, wir haben auch einen Newsletter direkt in den Facebook Messenger. Der ist auch zu erreichen unter video-experten.com/info. Ja. Sehr cool. Genau. Wunderbar. Ja, dann wünsche ich euch noch viel Erfolg. Also ich finde es sehr cool, was ihr macht. Und es sieht richtig cool aus und ich denke mal, das wird auch mal richtig nach vorne gehen, weil das ist das, was viele Unternehmer brauchen, dass jemand die an die Hand nimmt und ihnen zeigt, wie es funktioniert. Und weil das ist viel, viel Information und ja, sehr cool. Vielen Dank, dass ihr heute Zeit hattet und habt ihr noch was auf dem Herzen? Ja, dickes Dankeschön an dich, lieber Sven, dass du uns als Experte auch nochmal den Stempel oben mit drauf gibst, wie bei Grill den Hensler, ja, nicht zum Ausschneiden, sondern sagst, hey, das ist der richtige Weg. Wir spüren es auch. Das ist das, was wir lieben und wir machen es genauso weiter.
Und wir sind dir wirklich herzlich dankbar, dass wir dabei sein durften. Absolut. Vielen Dank, Sven. Ja, vielen, vielen. Ich bedanke mich und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Dir auch. Alles Gute. Danke, ciao. Bye, bye. Ciao, ciao.